Also, ich erzähle ein bisschen von der Woche. Es ist die Abschlusswoche, Projektwoche von uns. Wir haben das Thema Steinzeit. Und wir machen ganz verschiedene Sachen. Wir machen zum Beispiel Töpfern wie in der Steinzeit. Wir haben Klamotten gemacht wie in der Steinzeit. Und wir haben auch in der Siebene eigene Zelte gebaut. Und schlafen zwar nicht drin, aber wir arbeiten zusammen in der Siebene. Es hat auch viel Nehmen. Wir haben auch gelernt, wie man jagen geht zum Beispiel oder wie man selber ein Feuer anzündet. Halt, wie es früher in der Steinzeit gemacht hat, ohne ein Zündhölzchen oder so. Und ja, wir machen ganz verschiedene Sachen. Es macht mir Spass, mit der Sippe zusammen zu bauen. Man lernt sich auch besser kennen und man versteht sich noch auch besser. Schwierig, das Handwerkliche, wo man nicht zum Beispiel beim Nähen eine Nähmaschine hat oder so. Also alles von Hand macht, ohne irgendeine Maschine oder so. Und sich dann zum Teil auch mal sticht. Ich finde es toll, dass sie so etwas, das Ganze aufgebaut haben. Und sich so viel Mühe geben extra für uns. Wir bauen gerade Hütte, also Hütte, dass da, wenn da Stroh drin ist, dass wir hier schlafen können. Dann mit Stück haben wir dann hier wie so eine Sperre gemacht, dass Stroh nicht weiter vom Wind weg geht. Und dann da haben wir wie so eine Idee gehabt, ein Zelt hinbauen. Nachher hier mit Strohbüscheln, wie so eine Hütte hier zu bauen und nachher müssen wir es oben festmachen, dass wir wie so Windschutz, Regenschutz und halt das Dach haben. Ich bin Teilerin von meiner Sippe und ich sammle Heilpflanzen. Ganz viel wächst hier Schafgar und ich habe aber auch schon Spitzwegerich gesammelt. Und ich hänge dort Pflanzen auf, damit sie trocknen können. Es ist schwierig, weil die Pflanze, wenn man einen möglichst langen Stiel hat, dann kann man sie auch gut binden, aber es ist schwierig, man muss fein machen. Sonst brechen sie. Ich bin aus der Familie Grutz. Das ist unser Haus. Wir haben zuerst das Grundgerüst mit Ästen gebaut und die mit Schnur festgebunden. Dann haben wir Laub ineinander eingeflochten und dann sind wir mit Heu drüber gegangen. Von innen haben wir einen Heuboden und Holzstämme als Rückgalle. So sieht es aus. Wir haben hier den Hüttenaufbau erledigen müssen. Also wir haben es so gemacht, wir sind ja noch am Baum. Und dann haben wir gedacht, wir könnten den Stäbe einfach aufstellen, hier an den Baum. Und ja, jetzt sind wir halt so wie fertig. Wir müssen es nur noch ein bisschen mit Blättern zudecken. Meine Aufgabe ist eigentlich gut helfen. Und ich bin die Medizinfrau hier. Und habe einfach noch ein scharfes Messer zum Schnur durchschneiden und zum schmalen Äste. Also wenn ein Eindringling kommen würde,
würde ich meinen Krieger losschicken, den Vater und Kriegerin. Die Medizinfrau wird da bleiben, falls jemand verletzt ist. Ich kann mir vorstellen, wir verstecken das einfach im Bunker. Im Bunker? Jäger! Jägerin! Ich suche dir einen Posten mit dem Pfeilbogen. Ich habe Pfeil und Bogen gemacht, gestern. Und dann habe ich einen Bogen und einen Pfeil gemacht. Und ich schiesse nicht so, sondern ich schiesse so. So. Wir mussten hier so Körbe reinmachen, dass die Schnur besser hebt. Und hier unten das Gleiche. Den Bogen mussten wir so abdrücken, dass wir die Schnur spannen konnten. Und jetzt ist sie gut und wir können die jetzt gut mit dem Pfeil schiessen. Einer führt rum, mindestens zweimal und macht dann zwei oder drei Knoten. Und schaut mal, wie das geht. Jetzt kann man Musik machen. Wenn der Pfeil jetzt fertig ist, kann man schießen. Jetzt kann man Musik machen. Können Tiere Feuer machen? Wenn sie begabt sind. Kennst du welche? Ja. Katzen. Drache. Der Homo habilis. Drache ist eine gute Idee, ja. Der Homo habilis. Ja, das irgendwie ganz früh schon, also als mit Menschen anfing, gell, relativ früh. Man sagt so, vor 400.000 Jahren hat man das erste Feuer gemacht. Aber man weiß gar nicht, ob es wirklich gemacht wurde. Das war in der Höhle in China. Da hätte man Holzkohle gefunden. Das heißt, das Feuer läuft ja nicht, die Holzkohle läuft ja nicht von der Leiter hin, in die Höhle. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gemacht? Ja? Was spürt man da? Wird warm. Ja? Das muss denen auch irgendwie aufgefallen sein. Das ist klar, mit den Händen. Ja? Da kommst du nicht weit. Kriegst die Temperatur nicht. Muss ich was anderes nehmen. Warum wieder Chinese? Ja, muss nach unten drücken. So. Das wäre natürlich geschickt, wenn der Stab jetzt viel länger wäre. Dann könnte man länger bohren am Stück. Merkst du es? Ja, schmeckt doch. Ja, ja. Das erste ist aber wahrscheinlich so gewesen. Es gibt auch andere Methoden, wo man da in so einem Holzschlitz dann heftig hin und her reiben muss. Gell? Aber das ist brutal anstrengend. Ja? Und da hat man, wenn man natürlich jetzt einen Bogenbohrer hat, hat man große Vorteile. Das Schnitz, was ihr gebaut habt gestern, mit dem kann man nicht schießen. Was gab noch? Das ist praktisch so wie ein Motor. Ja? Ja, da braucht man was Feines, trockenes Heu oder sowas. Aber es ist so, da entsteht Mehl, Holzmehl. Und wenn das ist ganz feines Mehl, ja, Holzmehl. Und wenn das richtig heiß wird, 350 Grad, dann fängt es an glühen. Und dann hat man gewonnen. Fast. Ja, und dann braucht man trockenes Gas. Und so. Gut, jetzt nächster Schritt. Die Steinzeitleute, die hatten ja kein Metall.
Und die haben immer nach Steinen gesucht, was damit machen zu können. Steine sind unterschiedlich, haben verschiedene Eigenschaften. Gell? Und dann haben die dann irgendwann mal so einen Stein gefunden. Den nennt man Pyrit. Ich erzähle gleich, was das heißt. Das ist ein griechisches Wort. Man sagt da auch dazu Katzengold. Das hat aber nichts mit Gold zu tun, überhaupt nicht. Gell? So, und Steinzeitleute, die haben dann irgendwie immer was genommen und haben probiert, was kann man mit dem Stein machen. Gell? Bricht der gut, kann man den gut schliefen oder irgendwas. Gell? So, jetzt nimmt man dann halt einen harten Stein und probiert das mal. Was ist mit dem? Den hat man gehabt in der Steinzeit. Und das Typische ist, der hat immer ganz glatte Fläche, wenn man das mit anderen Steinen vergleicht. Einzigartig, ja. Aber der ist nicht zum Feuermacher. Das heißt, zum Haar, zum Schlagen schon, aber von dem kommen keine Funke. Das ist der Stein, aus dem man Werkzeug gemacht hat. Dann braucht man natürlich irgendwas, was die Funken aufnimmt. Was ganz hervorragend geeignet ist. Man kann auch zum Beispiel so von Schilfrohrkolben, da ist es so, die blüht da. Ja, das funktioniert auch. Was ganz besonders auch funktioniert, sind das Innere von solchem Baumpilz. Der wächst so am Baum. Ja. Der heißt Zunderschwamm. Ja. Zunder, wie zünden. Machst du immer noch? Nein. Jetzt kann ich natürlich gleich erklären. Man hat natürlich nicht jeden Tag so das Feuer gemacht, sondern man hat möglichst das Feuer nicht ausgehen lassen. Ja? Immer wieder Holz drauf. Und wenn man noch Glut hat, kann man leicht ein Feuer machen. Ja? Deshalb, das ist immer so, wenn man unterwegs war und man keins da mitgenommen hat oder so. Also hätte man einfach das Feuer mitgenommen. Der Ötzi, der hat so birgerinde Schachtel dabei gehabt. Und in der Birgeschachtel, da war Holzkohle drin. Also muss der da mal Glut mitgenommen haben. Heute haben wir so einen Koffer mit Kleider und Handy und weiß nicht, aber früher haben wir das Feuer mitgenommen. Nun Mama, Flammenbrot. Da habt ihr auch keinen. Du musst eins essen. Mein kleiner Buch freut dich, alles was ich esse, ist für dich. Wir schauen uns an und bleiben am Hemd und entscheiden uns einen guten miteinander. Wie machst du Sachen? Ja, weil wir machen die Steinzeit und wir machen so gleich. Und wir machen so Klamotten und noch solche Töpfe. Und wir machen noch so vielleicht. Wir darf immer die Hütte umbauen. Ja, also ich habe nicht mehr kleinste Brot, ich habe mir das selber. Ich habe mit dem Ila und dem Loris und mit dem Emil eine Höhle gebaut.
bin zuerst nach vorne gegangen zu Frau Strehl und sie hat die Löcher da gemacht. Und dann habe ich mir das Lederband ausgesucht, schwarz, und jetzt tue ich es da ein Fädel bei allen Löchern. Mal drehen. Cool. Hast du Freude? Ich brauche aber gar nicht. An Frau Strehl ist unsere Großmutter. Ja. Nein. Großmutter. Nee, Oma. Frau Hallo, ich hätte halt, ich muss. Schon, ja, aber zuerst haben wir noch mal ein Stückchen, wo wir schaffen. Ah ja, dann haben wir am Schluss einmal ein Sippe schön. Ich bin Medizinfrau. Hä? Corinna ist Medizinfrau. Das ist ein Körbchen und ich bin schon fast fertig. Da war ich einmal, aber jetzt bin ich so wieder. Ein paar Häuser und wir haben noch Zugehör dazu und noch Tier und noch Menschen. Wir machen zusammen was. Ich habe das Haus jetzt angefangen und ich denke, ich werde es heute noch fertig machen. Und sie macht halt innen die Einrichtung. Ja, wir haben es dann genommen. Wir wollen vielleicht noch ein drittes machen. Und ich habe bemerkt, dass wenn man solche Teile dann ins Wasser macht, dass die fast so aussehen wie Goldstücke. Wir machen halt einfach zusammen ein Freundschaftshaus. Ein Haus und hier haben wir noch Farbe. Ja, und wir mit alles aus Ton machen und halt so aus Mattton. Ja, und man muss halt das Haustier machen. Ja, und das haben wir. Ja. Wir haben ein bisschen mit Babybusses. Der Unterschied zwischen dem und dem Ton, dass wir den aus Matsch gemacht haben, aus verschiedener Erde und mit Wasser. Und den haben wir, haben wir bekommen. Einfach normale Ton. Ja. Hier können wir Lehm nehmen, wenn wir wollen, etwas formen. So wie jetzt. Hier, wir können zum Beispiel Kugeln machen und ganz verschiedene Formen. Halt. Wenn ihr wollt sehen, wie das gemacht wird, hört jetzt gut zu. Man
Irgendwann erscheint so in der Erde Lehmerde. Dann wird sie vom Regen nass gemacht. Und dann wird sie so zu einem klebrigen, weißen Lehm. Und dann kann man gut formen. Man muss man das auch brennen können, dass es auch hebt, die Figur. Halt. Und so wird es gemacht. Eine schöne Blume war. Ja. Wir machen die zu Kitteli. Für mich sind das ein bisschen wie Zähne von Tieren oder so. Also für einen großen Anhänger ein bisschen größeres Teil machen. Mach so eine Kugel, wo ich einfach am Rand so noch Bunsen mache. Ich habe einen sehr alten Tonstück von, glaube so eine Vase oder so. Und der ist, glaube so 4000 Jahre alt oder mehr. Und der fühlt sich ganz weich an. Und der Jüngere ist, glaube so zwei, ist aus Ton. Und was im Feuer gebrannt wurde, ist es schwarz. Und innen drin rot. Und dann ist es 2 Wochen alt, also viel jünger als das andere. Und es ist halt sehr, sehr viel anders als das andere. Ich liebe Natur und man kann viel daraus machen. Ich sammle die Kräutchen in meiner selbstgemachten Tische. Da hat man ein Blättchen Breitwegerich. Es hilft, wenn man offene Wunden hat oder auf Brennnesseln sticht oder so.